da haben wir sie doch schon. Das Leben einer Puppe beginnt in Inga Grüningers Puppenhaus immer mit einem Blick. Sie hatte braune Augen. Ja, die Augen verleihen der Puppe den richtigen Ausdruck, würde ich sagen. Wenn zum Beispiel die Pupille zu klein ist, dann wird der Blick stechend. Ja, das wird gehen. Im Herzen von Bayreuth steht das Puppenhaus von Inga Grüninger in einem über 300 Jahre alten Stadthaus. Ich war Schülerin und ich musste jeden Tag auf dem Weg vom Bahnhof an einem Spielwarengeschäft vorbeigehen. Und in diesem Spielwarengeschäft saß immer ein Zelluloid von Schildkröt, das Strampelchen. Das saß da dekoriert im Schaufenster und das wollte ich immer gerne haben. Das war aber nicht machbar, meine Mutter war Witwe. Und dann habe ich eines Tages, da wurde ich schon fast 11, diese Puppe von meinem Großvater zum Namenstag geschenkt bekommen. Und ich vergesse nie, die hat 35 Mark damals gekostet. Und das war nach dem Krieg viel Geld. Die Sehnsucht nach einem eigenen Puppengeschäft ließ die 82-jährige Schneiderin seither nicht mehr los. Doch sie wollte nicht nur Puppen verkaufen, sondern auch kaputte wieder zum Leben erwecken. Ich operiere, ich bin Augenarzt, ich bin Knochendoktor, wenn man das so will. Ich bin Friseur. Das ganze Spektrum, was halt anfällt, versuche ich zu machen. Ja, man arbeitet ja auch mit solchen wie die Pinzette zum Beispiel oder die Klemmschere. Ne? Das ist ja aus dem OP-Bereich. Die Dame, die mir das gebracht hat, die will das ihrem Enkelkind schenken. Da fährt sie jetzt dann hin. Und es ist ihre eigene Puppe aus ihrer Jugend. Ich habe zwar ein großes Ersatzteillager, aber leider ist es oft so, dass man ein linkes Bein sucht und man hat drei rechte. Ich bin immer auf der Suche nach Ersatzteilen. Ohne Geduld geht gar nichts. Und manchmal, wie gesagt, braucht man auch ein bisschen, muss man ein bisschen was erfinden, wie man manche Dinge macht. Was ist jetzt das Schwierige an dieser Stelle? Wollen Sie es mal versuchen? Geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist mein Wahlspruch. Aber im Moment kommt es mir nicht so vor. So, Operation geglückt, Patient tot. Nein, du lebst noch. Hallo, Herr Pott. Grüß Sie Gott. Ja, hallo. Mein Mann hat vorgeschlagen, wir schauen einfach mal vorbei. Ja, das ist nett. Hallo. Grüß dich. Die ganze Welt in Miniaturform. Die gibt es in den Puppenhäusern. Zum Bestaunen und zu kaufen. Aber so was Kleines kostet ja auch echt viel. Das ist echt ich glaube sogar, je kleiner, umso teurer. Genau. Ne, denn je kleiner ist es ja. Ach so. Umso schwerer zu machen. Und schaute mal, die hat jetzt eine neue Perücke gekriegt. Auch toll. Irgendjemand hat sich die Haare abschneiden lassen und hat die verkauft. Gell? Jetzt hat sie so locker. Ja. Schauen wir tun sie wieder in die Tüte und rein. Und was steht auf der Tüte das drauf? Das Puppenhaus. Genau. Sind wir gerade drin. Und lass doch die Gummibärchen schmecken. Wenn wieder eine Puppe krank ist, wo gehen wir dann hin? Ins Puppenhaus. Sehr gut. Sehnsüchte und Erinnerungen aus der Kindheit. Sie sind der Grundstock für Ingas Liebe zu Puppen. Das ist alles noch im Park, das ist noch 44. Das ist zum Beispiel ein Blick auf den Radschin, weil ich bin in Prag geboren. Und deswegen das Foto auch als Erinnerung. Und das ist noch 45. Wir sind dann ja später dann geflüchtet, kurz vor dem Prager Aufstand. Ilse erinnert mich so ein bisschen an die Puppe, die ich als Kind sozusagen, als Kopfschusspuppe, die ich dann verloren habe, die mir abhanden gekommen ist.
ich wurde 4, da sind wir von Prag geflüchtet. Und ich hatte eine Puppe dabei, die habe ich geschenkt bekommen, mit einer Porzellankopfpuppe. Und die hat unterwegs irgendwie einen Schaden am Kopf erlitten. Und das war dann meine Kopfschusspuppe. Und die habe ich halt mitgenommen, bis wir dann auf die Flucht beendet haben im Sauerland. Da habe ich immer gespielt mit den Nachbarskindern. Das waren die Pfarrerskinder, evangelischer Pfarrer. Und eines Tages war leider meine Puppe weg und ist auch nie wieder aufgetaucht. War einfach verschwunden. Ja, das war, hat sich mir eingeprägt. Das vergesse ich auch nicht, sowas. Es kann sein, dass das, diese Klau oder wie immer man das bezeichnen will, dieses Abhandenkommen, hat mich irgendwie dahin gebracht, dass ich immer so eine Sehnsucht nach Puppen hatte, weil mir das einfach gefehlt hat. Ne? Die war einfach weg, unerklärlich weg. Ich habe sie mir dann aber als Modell später noch mal nachgekauft. Keine Zeit für Nostalgie. Schon kommt wieder Kundschaft. Habe ich schon angerufen, dass sie ja, fertig ist? Ja, alles sie klar. Am Dienstag, Mittwoch, wir können sind fertig. Sie kommen, okay. Ja. Ach, das ist die Porzellankopfpuppe. Richtig, ne? Richtig. Ja, jetzt weiß ich, welche das die ist. Die ältere Puppe. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe beide Beine ersetzt. Na ja. Die wackeln jetzt etwas, aber ich muss Ihnen sagen, warum. Ich konnte sie nur einhängen, nicht neu aufziehen, weil die Puppe hier oben total kaputt ist. Ah, ja. Nicht? Und da kann ich nicht mehr spannen. Aber ja, sie hat jetzt neue Beine. Und wenn man sowieso ein paar Hosen dran. Genau. Und dann sieht man es nicht genau, mehr so. Ne? Aber genau, auf jeden Fall hat sie jetzt neue Beine. Eine neue Patientin haben die Kunden auch mitgebracht. Und zwar haben wir eine Puppe mit roten Augen. Mit roten Augen? Ja. Ach Gott, was ist mit der passiert? Wahrscheinlich durch Licht oder irgendwie. Ja. Wir sollten sie mitbringen und ob wir da was machen. Ja, da sie muss hätte man gerne wieder blaue Augen, wenn es möglich wäre. Gut, dann müssen Sie sie da lassen. Ja, gerne. Gell? Und dann schauen wir mal, willst du dich nicht hinsetzen? Die ist ein bisschen steif, ne? Ja, ja. Warum auch immer. Und ich muss gucken, ob ich blaue in der Größe da habe. Alles sonst klar, muss gut. Ich die erst bestellen. Ne? Hier im Laden gibt es echte Raritäten. So, wiedersehen. Wiedersehen. Die auf Liebhaber warten. Das ist die Inge von Schildkröt. Die hat immer die Außenrolle. Dann gibt es den Hans. Das ist der Junge. Dann haben wir eine kleine Bärbel mit gemalten Augen. Das ist also, das ist noch Zelluloid. 7,5, die hat ein, also für mich entzückendes Kindergesicht. Wie viel würde die kosten? 650. Also ist das schon auch eine Wertanlage, oder? Ja, sicher. Es ist nicht unbedingt preisabhängig, ob das wertvoll ist oder nicht. Es ist Gefühl spielt auch eine Rolle. Ja, die Puppe muss mich ansprechen. Die muss mir was sagen. Ich muss ein Gefühl für sie entwickeln. Und ich muss das Gefühl entwickeln, dass ich sie unbedingt haben möchte. All die wertvollen Schätze, die sie ihr Leben lang nur für sich gesammelt hat, verwahrt Inga Grüninger im dritten Stock des Hauses. Das war kein Kinderspielzeug, nein. Das ist auch typisch für die Zeit. Man hatte eine kleine Uhr umhängen. Das war nur für die feine Gesellschaft. Weil diese Kleider waren auch damals unermesslich teuer. Ich habe mehrere besondere Puppen, wo es mir schwerfallen würde, sie zu verkaufen. Aber im Zweifelsfall würde ich sie doch verkaufen, wenn mir mein Gegenüber gefallen würde. Oder ich das Gefühl hätte, die Puppe kommt in gute Hände. Ich habe diese Puppen eigentlich auf der ganzen Welt entstanden, wenn man das so sagen kann. In England, in Frankreich, in Amerika. Bin oft nach London geflogen zu den Auktionen, Sotheby's, Christie's. Oder nach USA, zu Theriot. Oder nach Paris. Und da habe ich viele schöne Sachen gefunden, die mir gefallen haben.
Ein Leben für Puppen. Mal sehen, ob eine ihrer fünf Töchter ihr nachfolgen wird.